Tränen in den Augen. Warum? Sieht man jetzt nicht so. Warum? Vor Freude. Ja, weil ich habe gestern einen Super G gewonnen. Aha. Auf einem G. Ich hatte nur einen G übrig. Bin da mit dem Berg runtergefahren und hab gewonnen. Jetzt bin ich Super G-Weltmeister. Auf der Welt. Von der Welt. Eigentlich geil, dass der Super G-Weltmeister auf der Welt, von der Welt, aus Indien kommt. Ja, wir haben gar keinen Schnee. Ich hab auf Bananenblättern geübt. Guten Morgen, liebe Podcaster, es ist wieder soweit. Es ist wieder morgens früh, 6.30 Uhr. Und wir stehen in der WM-Arena in Garmisch-Partenkirchen, Ski-WM 2011. Gerade ausgeladen. Die Band ist gerade am Aufbauen und es ist alles sehr komplex hier, Freunde. Wir sind durch 5 Schleusen gefahren, menschliche Schleusen. Die haben uns abgetastet, auch im Schritt. Waren Damen, aber es war ganz okay. Hier ist auf höchstes Wert gelegt. Ne? Also auf meinem Ausweis steht ein falscher Name, aber es wird sehr großes Wert auf Sicherheit gelegt. Ich denke, ich werde wahrscheinlich jetzt gleich demnächst rausgeschmissen. Die Band wird es ohne mich machen. Wir haben Großes vor. 9.30 Uhr starten wir und werden hier diesen komplett aktuell noch leeren Platz füllen mit Bauschaum und eine Riesenparty veranstalten. Schaumparty in dem Fall. Ne? Aber härtet aus, Vorsicht. Und dann dehnt sich das Bauschaum auch nochmal aus und dann füllt sich das in alle Ritzen. Ne? Dann ist aber auch fest. Vom Sicherheitsaspekt her also ganz cool. Das ist auch Nissan Skyline, ne? Was ist nochmal? Klasse eingeparkt von Sano Abraham. Weiß ich nicht. Ja, Freunde, wenn jemand einen Führerschein braucht, bei mir kann man Kurse nehmen. Guck dir das an. Diplom-Einparker. Ja, hallo, liebe Freunde der Skimusik. Es ist wieder früh morgens um 6.30 Uhr ungefähr. Und wir sind jetzt wieder in Garmisch-Partenkirchen an unserer Bühne angekommen und bauen wieder auf. Ich habe ein Déjà-vu, vor 2 Tagen haben wir das gleiche gemacht, mit dem Unterschied, dass wir alle ein bisschen schöner waren. Wir haben jetzt nämlich 2 Tage lang quasi ununterbrochen an Schönheit abgenommen. Das war eins der Wellnessprogramme im Hotel, Schönheitsabnahme. Kommt so eine Thai-Frau und massiert einem das Gesicht, so lange bis man hässlich ist. Ich hab gemeint, bei mir hätte sie noch nie so eine gute Wirkung gehabt. Also noch nie so gut wie bei mir. Ach, da oben ist die Kamera. Ich gucke mal da unten hin, wo es blinkt. Hallo. Ja, wie gesagt, wir sind da. Heute gibt's auch mal Live-Bilder vom Konzert. Aber nee, vielleicht auch nicht, weil Montag war auch keine Sau da. Vielleicht machen wir es auch heute wieder so. Oder wir packen unsere Instrumente, gehen rein in die Arena, wo die Herren und Damen ihren Super G fahren. Nee, fahren heute gar nicht Super G, sondern... Genau. Genau, die fahren heute genau. Aber ganz genau fahren die. Ja, und was ich noch sagen wollte, ich möchte auf jeden Fall mal Danke sagen an dieses fantastische Team hier. Die Afra, der Matthias am Ton, der Sebastian am Licht und unser persönlicher Technikerfreund. Mit dem haben wir gestern im Irish Pub unseren Geburtstag reingefeiert. Doch, ja, gestern. Also gestern hat er Geburtstag gehabt, wir haben vorgestern Nacht, also... Boah. Wow.
Kuchen mitgebracht. Ist das geil? Techniker, der Kuchen mitbringt. Und wir müssen uns so ganz herzlich bedanken bei der Friederike. Ah ja, die Friederike ist unsere persönliche Betreuerin. Die hat sich um unser leibliches Wohl gekümmert. Die hat uns auch die Asiatin besorgt, die uns massiert hat. Die Gesichtsmassage, erinnert euch? Nachher, naja. Vorher. Naja. Not. Bei mir hat sie gar nichts erst gemacht, weil es war schon... sind gemeint, du bist schon im super Zustand. Ich bin im super Zustand. Super Cheese-Zustand. Super Zustand. Ja, ja. Nee, an der Stelle dann herzliches Dankeschön an alle. Und wenn ihr mal Skifahren schauen möchtet, geht unbedingt mal nach Garmisch-Partenkirchen, weil da liegt nirgends Schnee. Wirklich, da liegt nirgends. Also wir haben auf dem Berg, wir haben LKW-Ladungen gesehen, wie die Schnee angekarrt haben aus Landau, weil es hier keinen Schnee gibt. Skiort, Schneeort gibt's nicht. Übrigens, hier laufen überall Polizeihunde rum, die nach Drogen und Waffen suchen. Die haben natürlich noch nichts von uns gefunden. Oh Scheiße, der findet, der kommt gerade. Oh Scheiße, der, oh fuck, oh Alter. Es bringt doch was, das Ganze in Alufolie und Kaffeeboden einzuwickeln. Du bist ja, Kaffeebohne. Muss weg. Ja! Rücken-Realschule! Haufen! Oh, Alex! Jetzt aus! Jetzt kommt schon, jetzt habt ihr die Chance! So, und jetzt fragt ihr euch, wie die Internetadresse heißt. Ist eigentlich ganz einfach, www, und jetzt kein Scheiß, dickekinder.com. Ja. Ja, sieht man doch, oder? Mann, was für eine Frage. So I drew in your face in the lake.
I guess what I'm saying is there ain't no better reason to rip yourself in vanity. Just go with the season. This what we aim to do. Our faith is all virtue, but I won't hesitate. www.dickekinder.com geht da nicht drauf, ist ein Virus drauf.